Chicken. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Part von Dark Souls Remastered. Ja. Ich muss gestehen, ich bin gerade immer noch ein bisschen leicht unentschlossen, wohin mein nächster Weg mich führen möge. Es gibt noch so viel zu machen, zu finden und... Wisst ihr was, ich werde jetzt erstmal mit jemandem ein Hühnchen rupfen, den ich schon seit gut mehreren langen Parts gar nicht mehr in Beachtung geschenkt habe. Aber ich habe ja gesagt, in diesem Let's Play werde ich ihn mir diesmal schnappen, den kleinen Knödel. Ich muss nochmal kurz gucken, was ist die schnellste Weg dahin. Ich glaube, das war der beste Weg dahin. Weil ich hatte ja gesagt, ich habe ein persönliches Hühnchen mit ihm zu rupfen. Nein. Ich glaube, das war ein bisschen... Warte mal kurz. Das ist hier. Beim letzten Part, fange ich schon wieder an. Mein ein Let's Play habe ich mal gesagt, ja, bla bla bla, und habe mich nicht um den gekümmert. Aber diesmal, lasse ich ihn nicht so leicht. Muss ich noch hoffen, dass er jetzt gleich kommt. Ah, da ist er doch. Und der Drecksack hat mir wirklich noch Schaden verpasst. Ich habe einen Pfeil ins Bein bekommen. Ich kann nicht mehr laufen. Na egal, passiert halt so. Ja, dieses Mal werde ich ihn mir schnappen. Ich kann sagen, da ballert doch einer die ganze Zeit mit dem Bogen herum. So, erstmal werde ich ihn noch ein bisschen ärgern, diesen Drecksack. Ja, ja. Ach, ist dein Schwänzchen wieder nachgewachsen, ja? Ja, den will ich hier jetzt wieder abtrennen, mein lieber Freund. Ob du willst oder nicht. Mann, ich habe so viele Waffen. Muss dringend mal dran zusehen, wann ich mal anfange, mal ein paar Waffen abzugraden in andere Formen. Dazu habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt würde ich erstmal gucken, wer. Ich habe Bogen, Schwere, Bann. Mit einem, mir fehlt noch der. Ein gewisser Bogen fehlt mir noch, den muss ich mir auch noch besorgen. Es gibt ja auch den Drachentöterbogen, den die Silberritter da haben. Den Bogen muss ich mich auch noch besorgen. Der ist mich auch, finde ich persönlich, episch. So, Monster Hunter-like. Gerade mal. Der Kompositbogen macht dafür mehr Schaden. Schauen. Oh, ich habe mir schon Standardpfeile schon Full Power geholt. Das geht nicht mehr. War halt ein Angebot, ne? So, wie ging jetzt nochmal mit den Stups? Nein, nicht so. So ging jetzt sie denn. Wie könnte ich jetzt... Ach ja. So war das, genau. Jetzt muss ich kurz das Timing beachten hier. Alles scheiße. Ja, jetzt fragst du dich, wer war das? Warum? Oh, come on. Hab ich so viele Pfeile, ja? Wer schoss den Pfeil? Denkt er gerade sich nur so. Denke ich mir nur. Ja, rate mal. Ist er immer leicht zu seiner Position oder was ist los? Ey, warum schießt er noch mal einen Pfeil? Guck mal. Boah, jetzt hast du fast wieder alle Pfeile verbraucht. Super gemacht. Drachentöterpfeile. Nur einen. Ja, geil. Ja, Pfeil. 100 Pfeile. Aber vielleicht reichen die Federpfeile ja. Um noch einen überzuziehen. Weil der Bogen macht ja auch allgemein mal schön Schaden.
Warten ganz relaxed. Was ist denn da oben? Da oben. Naja, such du mal ruhig. So ruhig wie der war. Weil müsste das Schwänzchen gleich nochmal abfallen. Irgendwie mache ich halt auch selbst sogar bei Monster und dann mal wieder. Irgendwie packe ich den Drachen immer, Raffian oder was immer. Packe ich immer den Schweif ab. Ich weiß nicht, was ich damit habe. Irgendwie. Ich hoffe, der Fall hier reicht jetzt auch endgültig. Ey, ich will jetzt den letzten Fall nicht verbrauchen. Die sind teuer manchmal. Ja. Ja. Ah! Perfekto Mondo. Und jetzt. Mein lieber Freund, jetzt bist du dran. Bist du bestimmt sehr, sehr sauer, was mir auch völlig Wurst ist. Da hoffen wir mal, dass das auch reicht, den zu schnappen. Oder sollte ich mir lieber einen Feuerschutzring? Obwohl, der hat mir jetzt gar nicht so viel Schaden verpasst, ist mir gerade aufgefallen. Das muss ich ausnutzen. Wenn er sich runtertraut. Wie das da runterkommt. Kann ich ihn da runterholen? Oh, warte mal. Ich glaube, ich ahne schon, mit was ich ihn runterholen muss. Oh, come on. Muss das wirklich sein? Ja, was muss, das muss, ne? Na, kann ich auch den letzten Pfeil direkt dafür nutzen. Oh, er weiß schon, was ich vorhab. Jetzt hau ich ihn auf die Beine. Die Füße ab. Oh, oh. Ja, jetzt. Ach, du bist doch ein Drecksack. Oh, fuck. Uah! Heiß, heiß, heiß. Er macht ja gar nicht so Schaden. Ich mir dachte. Na komm, trau dich. Ach mein Gott, dass er mich noch damit hittet, das ist schon eine Verschämtheit. Ja, finde ich toll. Es war Schluss. Drängt, 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 drängt. Was ist das? Eine Nervtüte, ne? Hier bin ich! Womit ist der Drache hiermit gefallen? Gültig. Nehmen wir auch noch mit. Hm? Komische Geräusche. Da waren bestimmt die Ratten wieder unten. Guck mich nicht. So. Jetzt überlegen wir mal, was machen wir jetzt so großartig in diesem Part? Also wir haben ja Seth, haben wir ja. Einen großen haben wir ja. Sollen wir den nächsten großen killen? Wie will der jetzt sein? Wisst ihr, ich will mal kurz, ich kehre kurz zurück mal zu der Schwester von Quellec. Und probiere ich mal kurz an den Dämonen aus, wie die so ticken. Ja. Armes Ding. Armes Ding, ganz ehrlich.
Muss auch, wie gesagt, dran denken, die nächsten Punkte auch bald mal an meiner Ausdauer zu arbeiten. So, ich mache mal kurz hier einen Extrasetzer. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach unten zu dem Dämonenreich. Ich will erstmal wissen, wie ich so mit dem Damage hier auskomme. Wenn jetzt nicht so erwarten ist, wie ich es haben will, dann suche ich mir einen anderen Weg. Weil, bitte, wenn jetzt Verwirrung vielleicht eventuell jetzt besteht, weil ich im letzten Part vielleicht gesagt habe, ich wollte nach da und dahin. Ich habe es vergessen. Ich habe ein bisschen zu lange Aufnahmepause gemacht und musste ja schon auch den ganzen Dingen hier auch halt, ne, rendern. Und PC-Games bei mir zurzeit zu rendern sind halt pure Schinderei. Also sie dauern verdammt lange manchmal. Als mal den ganzen Nintendo-Let's Plays. Die sind ja auch in Minuten schneller fertig. Und so ein Souls-Part hier von Länge her manchmal Stunde bis halbe Stunde. Okay. Kann man eigentlich schnell. Ja, ich bin zufrieden mit dem Schaden. Hätte ein bisschen mehr, aber. Und ja, das war mal vorher die. War einer der Bosse gewesen, da war man in Early Game, kann man ja so sagen. Und jetzt seht ihr, jetzt sind sie. Und ganz normale Gegner. Was uns ja schon selbst nicht erstaunt und sagt, wow. So viel Schaden haben wir schon. Ich will jetzt mich nicht unbedingt in die Lava schuppen lassen. Aua. Der Helfer, du bist hört. Können ja auch ein bisschen wie Sachen hier auch gleich holen. Das werden wir auch gleich machen. Sitzt da jemand? Oder da gehe ich gleich mal hin. Komme ich so dahin oder muss ich jetzt mich gleich. Ach, da kommt schon der erste, der nächste. Warte mal, lass mir mal einen Schluck hier. Station. Tja, der kleine, lange, metallische Zahnstocher hier, ne? Der macht ordentlich Aua bei euch jetzt. Einmal zack. Ui, so habe ich jetzt nicht gehittet, what the fuck? Ich hab mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt gerade. Hätte er eigentlich treffen müssen. Au. Stattdessen jetzt drüber nachzudenken, warum ich jetzt nicht gehittet habe, sollte ich mal mehr dran denken, mich zu heilen. Warum, obwohl ich am letzten Druck ausgewichen bin, hätte er mich trotzdem noch ein dummes Exe. Aber es ist Rolls. Sich über Souls aufzuregen, kann manchmal. Enden. Ja, gehen jetzt mal kurz hier lang. Ach, das ist jetzt den. Ja, wie ihr seht, auch selbst jetzt. Die Ziege ist jetzt hier. Die war so sagen, großen Out. Ist jetzt ein normaler Gegner für uns. Den können wir jetzt auch normal. Oh, wir haben uns gegenseitig gehittet. Ich habe uns stärker zugelangt als du, Dudel. Pfeife. Bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt hier von dem Weg her. Muss ich denn jetzt hin? Ich könnte jetzt mal gucken. Ich muss mal irgendwas testen. Und zwar. Ringtechnisch steckt Feuerverteidigung.
War der gut gegen... Okay, Frage beantwortet. Hat sich damit beantwortet. Oh shit, ey. Ich mal über einen Schluck Sicherheitshalber nochmal. Boah, ja, okay, für den großen stolzer Krieger. Au, 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 au. Alle guten Klamotten. Ich hab mein Köcher. Kann ich echt wegtun, das auch wieder. Gibt's nicht was Besseres da? Verteidigung, ja. Jetzt ist man bei dem hier, beim Hartstahlring weiterhin. Ja, ich glaube, die Idee jetzt da hinzurennen und den da zu farmen, könnte ein bisschen leicht nach hinten losgehen. Deswegen mache ich das offscreen oder vielleicht mache ich das mal mit einer Aufnahme, wo ich sage, ach, warte, wir können mal eben schnell hier hingehen. Schauen wir mal. Erstmal gehen wir ein bisschen hier Füße vertreten. Schauen, was noch auf uns zukommt. Denn das Spiel hat ja immer noch viel zu bieten. Wir sind ja noch nicht fertig. Deswegen gucken wir mal, was wir machen können. Oh, okay. Oh, hübsche Gegend hier, muss ich sagen. Ich versuche jetzt gerade die ganze Zeit, dem sich noch einen Huster zu unterlassen. Ja, dafür trinke ich aber noch viel genug auch. Ne, trockener Hals ist nicht gut hier. Ah, ich sehe schon, wo wir sind. Und ich habe nicht mehr so viel Essen. Ach, dickes Ei. Sind ja eine Menge von euch. Mit der Kirk? Ist er schon wieder hier? Wo ist der Ritter? Ach, Ritter Kirk wieder. Hast du mal noch nicht genug? Danke, Ritter Kirk. Und sein Stachelschwert haben wir bekommen. Sein Stachelschwert. Oh, cool. Haben wir seine Klamm. Aber wieder ein bisschen was von ihm bekommen. Vielen Dank, Kirk. Den Belangen und den Frieden. So, naja, sagen wir mal so. Ruhe in Frieden. Ja, was guckst du so dumm? Moment. Soll ich euch einen Anreiz geben, zu mir zu kommen? Wartet mal. Wer, ihr greift mich jetzt an, während ich hier gerade meine flammende Hand rausfische. Ich muss wirklich die nächste Zeit mal hier ein bisschen aufräumen, weil könnte ein bisschen eklig sein. Jetzt aber nicht nach oben. Trifft er natürlich da, wo er nicht treffen soll. Ja, geil. Ja, es juckt den Feuchten. Die tatsächlich feuchten. Ach, jetzt auf einmal. What the fuck? Ach, war. Dämonenmachete gedroppt. Ja, das ist schön. Da hinten muss ich auch noch hin. Na, gucken wir mal, ob wir die kleinen Feuerbälle machen. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Was ist mit dem Spiel in Ordnung? Upsa. Ja,
Da will ich mal sagen, ihr Bösen-Buben, habt wohl nicht mehr so bitte gegen mich, wa? Möchte ich Anreiz geben? Da. Drei. Ja. Also, meines Wissens war immer. Will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber nicht, dass ich jetzt hier gleich irgendwo meine fallenden Falle reinversetze und mir den Hals breche. Da habe ich jetzt auch. War ich das? Oh, da sind noch ordentlich Gegner hier. Fui Buff, was bist du denn? Ach, ich erinnere mich an euch. Nervtöten seid ihr. Fui Buff seid ihr. Ganz gemeine, eklige Mistviecher. Komm ich auch dahin. Sinn. Ihr wart ja auch. Könnte man dich auch leicht besiegen, glaube ich, wie ich mich noch recht entsinne. Weiß es aber nicht mehr. Das einfach mit der Fackel. Ja, wenn du natürlich. Gut zu wissen, ich sehe gerade, worauf der da gerade rumpflanzt. Ich hasse das, wenn er das macht. Mach doch einfach einen ganz normalen Sprungangriff immer, ey. Oh. Ja, ich mach Damage. Ah, ist nicht dran zu zweifeln mehr. So, dann leuchten wir mal dieses Feuer anzünden. Entzünden wieder. Bin glücklich. Trau diesen Ding hier nicht. Okay. Okay, ich höre schon auf. Hätte ja sein können. Menschlichkeit habe ich sogar einen. Okay. Yes. Ich möchte gern Jabbas. Okay. Ach, guck mal, da kommt der Dicke. Hi, wie geht's? Oh, komm. Nein. Oh, zusätzlich. Oh, Mann. Weil sieht zwar lustig aus, wenn mein Charakter versucht, ihn in seine, ne, dämonischen Bälle zu treten. Hei, ja, 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 da hat er mich jetzt erschreckt. Was will er jetzt wieder irgendwie, erwartet er auf was? Habe ich jetzt überhaupt noch Feuer, glaube ich, noch. Macht gar nichts an Damage an dem, ey. Aschen. Ja, geil, du blödes Vieh. Ist das dein fucking Ernst jetzt? Oh nein, jetzt hat meine Waffe zerbrochen. Ehrlich jetzt, jetzt kannst du wieder umkehren. Wow, wow, super. Welche Waffe ist jetzt zerbrochen? Die? Muss ich mal kurz mich mal schlau machen. Robustheit. Oh, der Baldi kaputt gemacht. Okay. Ich dachte schon, der hat mir mein Schwert gerade zerdeppert. Ey, da war ich aber richtig sauer geworden. Nochmal gerettet hier, ey.
Ich dachte, ich müsste jetzt den ganzen Weg mal zurückrennen. So, gucken wir uns das mal mit dem wunderschönen Vogel da. Kommst du freiwillig und muss ich hochkommen? Okay, die Frage. Okay. Mit Sicherheit ist jetzt beantwortet. Hey, du Kleiner! Ach, du hast ihn immer alle. Nein. Ist nicht noch hier ein Rufzeichen? Es gab doch hier die Möglichkeit, noch so eine Sonnenmedaille zu holen, meine ich. War nicht, mein lieber Freund, so leer hier nicht so berufen hier? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder. Warte. Warte mal, bevor ich hier losrenne. Und noch runter. Schau mich kurz mal hier um, bevor ich hier. Bin ich bescheuert oder ich. Ja, verwechsel hier was. Irgendwo. Doch mal was. Oh. Ja, ich glaube, hier gibt es gleich einen Satz, heißt Zorn wieder, weil jetzt der Beharte hier angekannt kommt. Oh, wei. Und der will auch direkt aus das Ganze gehen, der liebe Herr. Warte. Ja, nee. Erst die Randale machen und jetzt versuchen uns abzuhauen. Geschmack hier, wa? Was erst hier rumrandalieren hier, rumschreien und dann hier einfach abhauen, oder was? Ich glaube, ich habe so wohl echt ein fettiges gebrannt. Ach du dickes Ei. Doch so einer. Und natürlich befinde ich mich hier an so einem Ort, wo ich das befürchte habe, dass er mich hier unterstoßen kann. Das finde ich jetzt auch sehr uncool. Okay, hoffen wir mal, ob ich mich so bewegen kann, dass er mir. Ja, was hast du vor? Ach, er macht wieder den Move. Ich hasse meinen Charakter manchmal, ne? Ne, du bleibst mal hier, Kollege. Wir sind noch nicht fertig. Er macht schon wieder den Move und bringt mich noch um hier damit. Ah, gleichzeitig vor und den schweren Taste drücken. Er macht das schon wieder nicht. Komm, ich zieh durch, komm. Okay. Oh, ich glaub. Alter, hab ich jetzt erschreckt, ey, dieser Drecks-Eklige. Du Schäbigen, du. Warte mal, habe ich ja was nicht für dich hier irgendwie? Was Bombiges hier? Hab ich dich, ist das dein Ernst jetzt? Alter. Manchmal mit so Momente bin ich gar nicht fragen. Ich ist jetzt wirklich. Kann denn. Ja. Alter, wie viel HP der noch hat. Er kann die Leute damit umbringen. Aber da ist eine Truhe. Vielleicht ist das doch wichtig, dahin zu gehen. Vielleicht befindet sich da was Interessantes. Ich gucke die ganze Zeit, bist du vor. Nicht hier, hey, hey. Ach, du dickes. Lass mich doch los.
Ich hasse das. Ich hasse dich, Game. Ich hasse dich gerade. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Okay, jetzt meine... Moment kurz. Lustzeit. Alles noch okay. Gut. Nimm ich es. Mistvieh! Aufpressern. Aber die anderen halte ich mal fest. Alter. Also heute ist das irgendwie nicht so mit dem Sprungangriff. War bei mir. Sind wieder die typischen Vorführeffekte bei mir wieder im Spiel aktiv. Ich krieg gleich die Krise hier. Was ist denn hier heute los? Hier. Ah, jetzt klappt das doch immer wieder. Ja, mal von euch hässlichen. Was hat dir? Schmeiße ich ein Ding ins Gesicht. Eins. Zwei. Hier. Eins. Und zwei. Oh. Müsste ich dich doch eigentlich sofort one-hit mit einer Angriffsattacke, oder? Oder ich mach's gar nicht. Ja, ist okay. Kapiert. Ja, sag ja. Ach, halt die Fresse hier. Ach ja, gut, dann lass das ganz sein. Ja, attackierst du oder attackier ich zuerst? Okay, dann. Hattest du erst, bis ich angreife, ne? Ja, war ja klar. Was war hier? Was hab ich? Die eine. Vielleicht schrei ich hier vor Wut. Und ein paar gute Scherben, das ist schön. Kann ich hier. Ja, komm. Hätte mir jetzt noch gefehlt hier. Flammglut. Ah, ich weiß doch, in welcher Schmied die auch sehr gerne nutzen. Das ist nämlich hier der skelettbärtige, komische Geselle. Ja. Nutzt gerne hier, wie soll ich sagen, eine Glut. Kann ich die ihm geben? Dann kann ich auch meine ersten Flammenwaffen auch basteln. Schlucke nicht mehr. Aber ich bin noch unwissend. Konnte man. Ich weiß, es gab sich hier einen Boss. Also hier gibt es ja noch einen Weg, wie ich sehe, runter. Aber das sieht mir so aus wie so ein No Point of Return. Ich bin mir jetzt noch unsicher. Gerade. So ein bisschen, ob das jetzt nur ein Fortsetzungsweg ist oder ob da jetzt der nächste Boss wartet. Da habe ich mich nicht mehr so in Erinnerung. Ich hätte auch mal meinen. Oh Gott, die Treppen hier, ey. Sind auch manchmal echt der Knüller hier. Komm ich mal kurz mal genauer hier um. Mensch, bin ich hier? Ja. Ich war hier nicht kurz hier eine Art Beschwörungsfoko. Jetzt auch nicht unbedingt das Leuchtfeuer aktivieren. Kann ich mich den ganzen Spaß wieder von neu anfangen.
Ich sehe hier gerade auch ein Leichnam. Was seht ihr für Krieger? Ich möchte auch wieder nutzen für restliches Level Up und wie heißt Aufrüstung bei den Klamotten. Ich bin mir jetzt gerade so unsicher. Unten. Ich hab meinen Bogen dabei. Bogen, Bogen, Bogen. Ich bin nämlich darum, einfach nur um zu gucken. Ich find's da aus da unten. So unsicher hier. Lang. Aber sieht ja auch aus, als würde ich gleich runterplumpsen, mir was brechen. Da bin ich auch jetzt nicht so Lust drauf. Obwohl, hier kann man. Ach, hier kann man lang. Normal langlaufen, wie ich sehe. Hoffe ich mal. Ich dann. Doch, hier kann man runterlaufen. Hier. Nochmal der Steppenweg, wie ich sehe. Gucken wir trotzdem mal in Ruhe um. Noch mal ganz vorsichtig hier runter. Schau ich mal kurz hier unten um. Scheint aber nicht sehr viel zu sein hier. Das sind komische Gestalten. Wir haben sie auch alles von mir. Was aber nicht heißt, dass sie sich dann gleich wehren vor mir. Verschlossen. Okay. Hier hoch wieder. Oh, wie sehr komisch. Also nicht, dass ich jetzt hier im Boss halt komme und Solaire nicht. Ich werde jetzt nicht sagen, ich bin abhängig von Solaire oder so. Aber es wäre schon cool, ihn dabei zu haben, weil ich ja auch noch will die anderen Eid hier gerne ein paar Münze sammeln will, und die kriegst du ja jetzt an dem Zeitpunkt, wenn nicht mehr da das Spiel nicht mehr online ist, ne? Kannst du ja jetzt schlecht jetzt hier bei online helfen und so, die Münzen farmen, ne? Das geht nicht mehr so leicht wie vorher. Der Punkt. Leicht. Bin ich der Meinung, aber konnte den vorher irgendwo sammeln. Habe ich den vielleicht bei einer Questline irgendwo übersehen, den Solaire? Nee, kann nicht sein. Nee, gerade. Nee, eigentlich nicht. Habe ich ein X-Weg hier Knochen dabei? Ja, einen habe ich noch.
Oh, nee, das ist noch viel schlimmer. Oh Gott. Ach, da macht er diese eklige Arschbombe. Warum? Achso, okay. Aber ist nicht schlimm, ich habe jetzt schon gedacht, das wäre der andere Boss gewesen. Ach, warum gehe ich nicht zur Seite? Diese scheiß Äste hier, die nerven aber einen zu Tode hier. Und der schlägt auch noch zweimal zu, gut zu wissen. Trink schnell. Bisschen deswegen ja gerade. Was für eine dreckige. Boah, diese Hits manchmal, ne? Das hasse ich auch manchmal an ihn. Mal kurz hier weg. Und dieser Hit ist manchmal so unverschämt. Ah, tut mir leid, die Seele und die Menschlichkeit ist mir gerade ein bisschen anhänglich. Oh fuck, und jetzt habe ich ja noch. Eklig. Ja, und jetzt? Ich weiß, was ich jetzt machen werde kurz. Warte mal, kann ich jetzt da runterporten? Ist da jetzt ein Porting-Punkt da unten? Kompen der Giganten, Tiefen, Sonnenlichtalter, Feuerbandschrein. Ich glaube, nein. Hier hat es gerade einen fetten Weg umsonst gemacht. Naja, gehe ich kurz rüber zu der lieben Schwester. Ich mir jetzt erstmal die nächsten Schritte, die ich machen werde. Ich will mal meine Rüstung verbessern, das wäre schon mal eine Idee. Menschlichkeit. Ja, für dich. Sie kann auch nicht reden, weil ich es wisse. Ja. Man sieht sie an ihrem Körper an, deswegen. Die Quellequire, ich kann es euch die Story schon erzählt haben, Quellequire dafür ausgerichtet, immer jeder Krieger, der gegen sie verlor, hat sie deren Menschlichkeit genommen und sie an ihrer Schwester in die Hand gedrückt. Behaupten, dass es jetzt gerade Mist war. Mache jetzt aber erstmal hier erstmal einen Part-Cut. Überlegt mir im nächsten Part, was wir als nächstes machen können. Bis zum nächsten Part dann. Bye, bye.